geehrte Damen und Herren, schönen Abend auch von meiner Seite. Ich bin vom Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des KITs. Wir haben einen relativ sperrigen Namen, dabei ist das, was wir machen, eigentlich gar nicht so schwierig. Wir entwickeln keine Technologien, sondern wir versuchen zu verstehen, wie sich Technologien zukünftig auf verschiedene Bereiche auswirken könnten. Wir sind eine sehr interdisziplinäre Forschergruppe. Wir gucken eben auf gesellschaftliche Auswirkungen, auf ökonomische Auswirkungen, auf Umweltauswirkungen von Technologien. Und dazu gehört natürlich auch zu antizipieren, wie, in welche Richtung sich Technologien oder technologische Systeme wie das Mobilitätssystem überhaupt entwickeln könnten. Insofern sind die Begriffe, die jetzt da draufstehen, Vision, Innovation, gesellschaftliche Trends, das gehört eigentlich zu unserem Brot- und Buttergeschäft. Wir haben eine relativ kleine Gruppe, die sich mit Verkehr beschäftigt, aber durchaus auch mit Stadtverkehr. Und das vor allem allerdings auf europäischer Ebene, in europäischen Kontexten. Und in dem Bereich ist jetzt auch mein Vortrag angesiedelt. Und zwar ist mein Vortrag im Wesentlichen vier Bereiche gegliedert. Ich möchte auf eine Vision zum Stadtverkehr, auf eine Vision der Europäischen Kommission eingehen. Ich möchte ein Projekt kurz vorstellen, das zeigt, wie diese Vision erreicht werden könnte. Ich werde dabei auf zwei verschiedene Ansätze fokussieren. Der eine schließt so gut an den Vortrag von Martin Kagerbauer an, dass wir schon eine doppelte Folie haben. Also eine hatte ich auch drin. Und ich schließe mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick. So, das Weißbuch Verkehr der Europäischen Kommission, das ist ein relativ wichtiges, zentrales Dokument für die europäische Verkehrspolitik. Und das Weißbuch, das nennt 10 relativ konkrete Ziele, die in Europa erreicht werden sollen in den nächsten 20, 30 oder 40 Jahren, je nachdem welches Ziel. Und ein Ziel davon betrifft eben den Stadtverkehr. Und hier kann man nochmal 3 Unterziele unterscheiden, die möchte ich jetzt sehr deutlich nennen, weil der Rest des Vortrags bezieht sich vor allem auf die ersten beiden. Zum einen geht es um eine Halbierung der Nutzung mit konventionellem Kraftstoff betriebener Pkw im Stadtverkehr bis 2030. Das wird dann noch ausgeweitet, ein vollständiger Verzicht auf solche Fahrzeuge in Städten bis 2050. Und es gibt noch ein Ziel, das explizit für den Güterverkehr formuliert ist. Da geht es um die Erreichung einer im Wesentlichen CO2-freien Stadtlogistik in größeren städtischen Zentren bis 2030. Nochmal zu dem ersten Spiegelstrich, Halbierung der Nutzung mit konventionellem Kraftstoff betriebener Pkw im Stadtverkehr in 15 Jahren bzw. in 20 Jahren des Dokumentes von 2011. Ne? Mit konventionell kraftstoffbetriebene Fahrzeuge, also jetzt nicht konventionell betriebene Fahrzeuge, das wird hier bei der Kommission sehr breit gefasst, der Begriff, da zählen also auch Hybridfahrzeuge dazu, neben dem, was man sich sowieso darunter vorstellt, batteriebetriebene, elektrisch angetriebene Fahrzeuge, Plug-in-Hybrids und Wasserstoff- und Brennstoffzellen. Wir haben jetzt eben für die Kommission des ITAS zusammen mit anderen Institutionen auf europäischer Ebene ein Projekt durchgeführt, das sich Transforum nennt, und haben zusammen mit Stakeholdern, also mit Interessenvertretern, eine Roadmap entwickelt, einen Umsetzungsplan, wie diese Ziele erreicht werden können. Und eine Roadmap, das heißt also, da muss drinstehen, wer muss was wann machen, um diese Ziele zu erreichen. Wir haben das in Form von Workshops gemacht, Befragungen, haben eben mit Stakeholdern aus Industrie, Verwaltung, gesellschaftlichen Organisationen zusammengearbeitet. Das ist also jetzt nicht allein unser Produkt, sondern das ist ein Produkt von einer relativ großen Gruppe aus, mit Akteuren aus verschiedenen europäischen Ländern. Ich kann jetzt natürlich in den verbleibenden 15 Minuten nicht das gesamte Dokument vorstellen. Ich will einfach in ein paar Schlaglichtern beleuchten, was da so ungefähr drin ist und welche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind. Zur Einstimmung einfach mal ein paar Meinungen zu der Weißbuchvision. Und die erste, die hat uns selbst ein bisschen überrascht, zumindest bei den Personen, mit denen wir gesprochen hatten, hatten wir eine relativ optimistische Einschätzung, was die Erreichbarkeit des Ziels für den Stadtverkehr betrifft. Die meisten haben das Ziel für grundsätzlich erreichbar gehalten. Das Argument war, dass eigentlich sehr vielversprechende Maßnahmen und Ansätze unterwegs sind. Es gibt sehr viele Trends, die in die Richtung gehen. Der Martin Kagerbauer hat gerade einige davon sehr schön vorgestellt. Es wurde aber auch immer wieder betont, dass es eben einer konsequenten politischen Umsetzung bedarf. Besonders die Ziele für den Güterverkehr wurden als schwierig betrachtet, die Ziele für den Personenverkehr wurden als leichter erreichbar eingeschätzt.
Güterverkehr, so wurde eben gesagt, es geht nur mit starker Unterstützung der lokalen Wirtschaft. Da kann die Politik allein eigentlich noch weniger machen wie im Bereich Personenverkehr. Ganz wichtig, das ist auch immer wieder gekommen, ist auch die Koordination und Kommunikation zwischen den Akteuren, also nicht nur harte politische Regulierungen und Investitionen, sondern auch Optimierung von Prozessen. Und es wurde auch immer wieder deutlich gemacht, dass Visionen und Ziele sehr wichtig sind, eben für die Koordination von Akteuren. Grundsätzlich wurde darauf hingewiesen, dass wir eine sehr große Vielfalt in Europa haben und dass es eben nicht möglich ist, einen allgemeingültigen Masterplan zu entwickeln. Es wurde auch sehr deutlich gesagt, dass eben alleine technische Substitution, eine Einführung elektrischer Antriebe nicht ausreicht, um das Ziel zu erreichen, sondern die Ziele müssen in breitere Strategien eingebunden werden. Und da wurden eben drei zentrale Handlungsfelder identifiziert. Das eine durchaus die Elektrifizierung oder die Substitution konventionell betriebener Fahrzeuge durch nicht konventionell betriebene. Dann eben die Änderung der Mobilitätsmuster, also eine Reduktion sozusagen der gefahrenen Kilometer, der Nutzung von konventionell betriebenen Fahrzeugen und eine Reorganisation des Güterverkehrs. Und diese drei Handlungsfelder sind jetzt eben in Abstimmung mit den lokalen Bedingungen zu kombinieren. Das gibt jetzt eben so ein Schema, in dem wir das da zusammengestellt haben. Das ist viel kritisiert worden, aber letztendlich hat keiner was aus unserer Sicht Besseres gebracht. Da sehen Sie jetzt eben nochmal die drei Handlungsfelder, technische Substitution, hier eben Autos mit alternativen Antrieben stehen da im Vordergrund und Änderung der Mobilitätsmuster. Und ich möchte jetzt zunächst kurz auf diesen ersten Punkt eingehen. Technischer Wandel bis 2030. Scheint auf den ersten Blick ein bisschen utopisch. Es ist so, dass einige Elektromodelle inzwischen auf dem Markt sind. Es sind viele Probleme damit behaftet. Sie kennen das wahrscheinlich alle. Sie sind teuer, geringe Reichweite, lange Ladezeiten, Zuverlässigkeit ist noch ein Problem, das Henne-Ei-Problem, fehlende Infrastruktur wurde gerade angesprochen. Auf der anderen Seite ist auch immer wieder betont worden, dass sich sehr viel tut im Feld. Es sind einfach neue Player sehr aktiv. Sie kennen vielleicht die Marke Tesla. Das ist ein Unternehmen, das im Silicon Valley entsprungen ist, der Elon Musk, der hat mit PayPal sein Geld gemacht und ist jetzt eben als Hersteller von rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen aufgetreten. Wir haben Google und Apple, wo auf einmal in dem Feld auftauchen, jetzt vor allem auch im Zusammenhang mit autonomen Fahren. Dann gibt es diesen Michelin-Konzern, französischen, ist vielleicht den meisten kein Begriff im Zusammenhang mit der Herstellung von Elektrofahrzeugen Bolloré, aber die betreiben ein sehr großes Carsharing-ähnliches System in Paris. Also es passiert sehr viel, wenn man da genau hinguckt. Es ist auch noch nicht klar, das ist auch vorhin schon angesprochen, welche Energieträger und Antriebstechnologien letztendlich sich durchsetzen werden. Wasserstoff könnte durchaus eine Rolle spielen. Toyota ist jetzt gerade vor einem halben Jahr mit dem Statement aufgetreten, dass eben die Zukunft der Antriebstechnik nicht bei den batteriebetriebenen Fahrzeugen gesehen wird, also immerhin der größte Automobilhersteller der Welt. Und man kann gleichzeitig auch beobachten, dass die Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen weltweit sehr unterschiedlich ist. Das heißt, es liegt nicht allein an der Technik, sondern es hängt definitiv auch sehr stark von den Rahmenbedingungen, eben insbesondere von der Förderpolitik ab. Das kann man hier nochmal zeigen. Wenn man die Anteile von Elektrofahrzeugen am Neuwagenmarkt in verschiedenen Ländern betrachtet, das sind also keine absoluten Zahlen, das ist nicht die Zahl der Fahrzeuge, sondern es ist ja der prozentuale Anteil an den gesamtverkauften Fahrzeugen im 2013 und in der ersten Hälfte 2014. Und da sieht man eben sofort, dass das oberste Land sehr stark heraussticht. Das ist Norwegen. Das liegt ganz einfach an der massiven Förderpolitik. Da sage ich gleich noch was dazu. Und es gibt noch ein paar andere Länder wie Holland, Kalifornien und letztendlich jetzt seit letztem Jahr auch Schweden, wo man eben auch weiß, dass eine sehr starke Förderpolitik gefahren wird. Wir haben uns dann im Rahmen des Projektes einfach auch das Beispiel Norwegen genauer angeguckt. Wir sind hingefahren, haben dort auch einen Workshop gemacht. Und wenn man dazu ein bisschen Informationen zusammensucht, dann trifft man sehr schnell auf solche Schlagzeilen, wie die jetzt ganz oben steht. Elektroautos treiben Busfahrer zur Verzweiflung, also Busfahrer in Oslo. Und das ist tatsächlich Realität. Es ist der Tatsache geschuldet, dass im März 2014 von Tesla das Modell S, das ist jetzt unten rechts gezeigt, der meistverkaufte PKW in Norwegen war. Die extreme Förderpolitik, die hat tatsächlich dazu geführt, dass in Norwegen sehr viele Elektrofahrzeuge verkauft werden. Das heißt, es kann gehen.
Das setzt sich zusammen, das Förderpaket auf massiven Steuererleichterungen, Befreiung von Pkw-Maut, eben der Nutzung der Busspuren, die eben freigegeben sind für Elektrofahrzeuge. Es gibt die Möglichkeit, frei zu tanken an bestimmten Ladestationen und es ist natürlich eine finanzkräftige Kundschaft vorhanden. Es ist dann auch sehr viel die Frage diskutiert worden und wird auch über unser Projekt hinaus diskutiert, inwieweit eben Norwegen als Modell für andere Städte gelten kann. Und das ist sicherlich deutlich skeptischer zu betrachten. Das Beispiel ist höchstens eingeschränkt übertragbar. Wir haben auch mit vielen deutschen Städten gesprochen, wie zum Beispiel Bremen, wo einfach weil die ein ÖPNV-Netz haben mit sehr vielen Bus- und Straßenbahnspuren und einfach gesagt, nee, also keine Möglichkeit, sehen wir nicht als Option, da Elektrofahrzeuge draufzulassen, die nachher unseren ÖPNV behindern. Und zudem muss man auch sagen, dass die Förderpolitik in Norwegen einfach auch ein sehr teures Unterfangen ist. Da gehen also massive Steuereinnahmen verloren. Von dem her war so ein bisschen das Fazit, da tut sich was, das kann man sehen. Es hängt von den Rahmenbedingungen ab, es liegt nicht nur an der Technik, aber die EU-Ziele für 2030 sind eben über reine Elektrifizierung kaum erreichbar. Deswegen ist auch die andere Strategie, der zweite Weg, als sehr wichtig erachtet worden, eben eine Änderung der Mobilitätsmuster, eine Änderung des Mobilitätsverhaltens, eben über Ansätze, wie sie gerade schon gezeigt wurden, Carsharing, Verbesserung der ÖPNV-Systeme, zu Fuß gehen, Radfahren, aber auch Flächennutzungsplanung. Es gibt diesen Begriff Urban Design, der sich inzwischen durchsetzt für eine Stadtgestaltung, die eben versucht, auch anderen Verkehrsträgern als motorisierten Individualverkehr attraktive Möglichkeiten einzuräumen. Ich möchte gerade noch ein paar Folien zeigen zu diesem unteren, zu diesem zweiten Punkt. Model Sharing haben wir das genannt. Wie gesagt, das ist eben im Unterschied zu dieser rein technischen Substitution ist die Idee, das Ziel zu erreichen, indem man die Anzahl der Wege oder die Wegelängen eben reduziert. Das heißt, man reduziert insgesamt die Nutzung von konventionell betriebenen Fahrzeugen. Und da ist natürlich die Situation, wenn man als EU auf eine europäische Perspektive drauf guckt, erstmal die, dass die Ausgangslage auch extrem unterschiedlich ist in den verschiedenen europäischen Städten. Deswegen ist hier der Model Split einfach mal für ein paar Städte aufgezeigt und der rote Balken zeigt die Anteile des Autoverkehrs an. Das variiert natürlich extrem. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, gerade im Bereich Fahrradverkehr ist eigentlich europaweit eine sehr positive Tendenz erkennbar. Zahlen für Amsterdam und Kopenhagen liegen inzwischen bei 30%. Und was ich auch sehr schön und eindrucksvoll finde, wenn Sie zum Beispiel eine Stadt wie Sevilla kennen und da vor 10, 15 Jahren mal waren, da haben Sie da keine Fahrradfahrer gesehen. Und wenn Sie heute an dem zentralen Fluss, an dem Guadalquivir flanieren, dann sind da zum einen Radwege und auf den Radwegen sind auch Fahrradfahrer. Also da hat sich unheimlich viel geändert, weil man in einem vergleichsweise großen Wurf ein komplettes Radwegenetz aufgebaut und ausgerollt hat. Das heißt, in dem Bereich ist durchaus auch eine große Dynamik drin. Einen Punkt habe ich nur ganz kurz aufgeführt, weil ich wusste, dass es im vorhergehenden Vortrag angesprochen wird. Wir haben natürlich diese Änderung auch bei den Mobilitätsmustern, die Änderung bei den Interessenlagen, vor allem von jungen Städtern. Und wir haben eine ganz hohe Dynamik bei den Informations- und Kommunikationstechnologien. Also ganz viele neue Angebote, das ist auch im vorhergehenden Vortrag schon aufgezeigt worden. Da hätte ich jetzt auch die Carsharing-Folie gezeigt. Die finde ich eigentlich schön, dass man die so gern zeigt, wenn es um die Zukunft der Mobilität geht. Also dieses Take-off ist wirklich interessant. Ich meine, das Spannende ist ja, wie geht das jetzt weiter? Ne? Ist das jetzt irgendwie gleich so, dass wir den Berg erreicht haben oder ist das nur der Anfang von einer ganz steilen S-Kurve? Das wissen wir heute nicht, da können wir nur spekulieren. Ich habe auch noch ein bisschen mir erlaubt, einen Blick zu werfen auf diese ganzen neuen Angebote, die jetzt aufgekommen sind. Immer so ein bisschen unter dem Stichwort Sharing Economy, ich glaube, du hattest das auch verwendet, werden die aufgezeigt. Auch da kann man sich fragen, ist das ein Hype oder ist das ein Take-off? Und Sie sehen oben überall von dem grünen Balken Carsharing, das sind diese klassischen Anbieter wie Stadtmobil seit 1999, geht glaube ich sogar auf 95 zurück, Gambio, Flickenstar hat 2001 sein Gründungsjahr gehabt, Zipcar in den USA, mittlerweile übrigens der größte weltweit, 1999 gegründet. Und wenn man jetzt mal guckt unten dran, ich habe immer die Gründungsjahre hingeschrieben, wann die alle gekommen sind, die neuen, ne? Die meisten sind so um die Jahre 2009 bis 2012 gekommen, da ist es also wirklich geboomt, da ist ganz viel passiert.
Ich habe jetzt in der, naja, sagen wir mal, relativ kurzen Recherchezeit nichts gefunden, wo man eine 2014 hätte hinten schreiben können. Was man jetzt dahinter schreiben kann, ist, dass die zum Teil zusammengehen. Ne? Es gibt relativ viele Übernahmen, zum Beispiel bei privates Carsharing. Die letzten drei, die da stehen, die haben sich inzwischen vereinigt. Also Autonetzer ist mit Nachbarschaftsauto zusammengekommen und inzwischen sind beide zusammen wiederum von diesem Drivey übernommen worden. Ähnlich ist es mit dem untersten Punkt, Vernetzung über integrierte Plattformen. Daimler ist da auch im Spiel, die haben diese Internetplattform Movil jetzt angeboten. Da können Sie also Informationen über Verkehrsträger einholen, da können Sie ganz einfach sich Informationen einholen, wie Sie am besten von A nach B kommen. Sie können dabei aber auch gleichzeitig Tickets buchen für bestimmte Anbieter, die da eben mit dabei sind, unter anderem jetzt eben auch für Car2Go und für das Angebot Flinkster. Man darf das jetzt aber auch nicht, das ist eine Beobachtung, ne? Die verkehrlichen Auswirkungen von diesen Entwicklungen, die kennen wir noch nicht vollständig. Das muss nicht sein, dass das alles nur positiv ist. Ich habe jetzt beispielsweise mal für eine Dienstreise über Movil, ich muss an die deutsch-luxemburgische Grenze nächste Woche, und da kommt man mit der Bahn schlecht hin, da habe ich jetzt mal Movil probiert und die schlagen mir halt ganz einfach einen Mietwagen vor. Ne? Und das ist jetzt nicht unbedingt die CO2-freie Variante, aber zumal ist es nicht kompatibel mit den Dienstreiseabrechnungssystemen im KI. Zumindest nicht für Normalsterbliche. Gut, also die Botschaft sollte eigentlich nur sein, hier ist extrem viel Dynamik drin in dem Feld und das ist ganz stark getrieben durch Informations- und Kommunikationstechnologie. Ne? Wenn man jetzt guckt, und jetzt komme ich auch zum Ende, was im Moment so diskutiert wird, das ist eine ganz prominente These, die ist vorhin auch schon angesprochen, dass eben eine Kombination aus Internet, Smartphones, Carsharing, autonomen Fahren und da kommt auch die Elektromobilität wieder rein, neue urbane Verkehrssysteme schaffen kann. Da ist jetzt gerade eine Studie der OECD von dem International Transport Forum herausgekommen, von, ich würde mal sagen, einem der in Europa führenden Professoren im Verkehrsbereich mitverantwortet. Und da kam er eben zu der Aussage, dass in Zukunft, wenn man mit dieser Kombination spielt, zwischen autonomem Fahren, E-Mobilität, Taxidienste, Autonome und so weiter und gleichzeitig noch einen starken ÖPNV im Hintergrund hat, dass man dann eigentlich in Städten auf 9 von 10 Autos verzichten könnte und die gleiche Mobilität erhalten. Im Gegenteil, die Gefahrenkilometer würden nach der Studie sogar noch hochgehen. Das ist für Lissabon gerechnet worden. Unten drunter noch ist auch erst vor kurzem veröffentlicht worden, eine Aussage von einer anderen Institution, dass eben autonome Taxis eine prominente Form des Verkehrs in den nächsten 10 Jahren werden. Ich zeige das auch nochmal zum Abschluss. So weit sind wir jetzt mit dem, was wir gemacht haben, überhaupt nicht gegangen. Das geht deutlich weiter und Professor Guterin hat es vorhin auch schon angesprochen, in 10 Jahren autonomes Fahren ohne jemand Verantwortlichen hinterm Steuer. Ich würde auch sagen, das ist nicht unbedingt vorstellbar. Und das ist auch nicht das, was wir diskutiert haben in unserer Gruppe. Ich denke aber, diese Indizien, die ich so ein bisschen aufgezeigt habe, die begründen diesen Optimismus, den wir eigentlich immer wieder auch erfahren haben mit den Stakeholdern, mit denen wir gesprochen haben, hinsichtlich der Erreichbarkeit des Zieles, ne? Weil einfach eine große Dynamik in dem Feld vorhanden ist, nicht nur im Bereich elektrischer Antriebstechnologie, da natürlich auch, sondern darüber hinaus auch gerade auf der Seite Vernetzung, Informations- und Kommunikationstechnologien, Sharing und so weiter und so fort. Da passiert momentan sehr viel. So, jetzt hätte ich noch einen Blick auf die Roadmap-Tabelle, den würde ich jetzt aber gerne überspringen. Das ist alles auch im Internet verfügbar. Das sind auch jetzt nochmal viele Details und würde ganz gerne einfach zur Zusammenfassung und zum Ausblick kommen. Die Vision ist sicherlich ambitioniert, also eine Halbierung der konventionell betriebenen Fahrzeuge in europäischen Städten bis 2030, aber nach dem, was wir mit den Gruppen, mit denen wir gesprochen haben, erarbeitet haben, nicht unerreichbar. Die Transformation des Stadtverkehrs findet vielfach bereits statt und man muss einfach sehen, Informations- und Kommunikationstechnologien sind hier der ganz zentrale Treiber. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele Low-Cost-Ansätze, also die Carsharing-Entwicklung ist ja deswegen auch interessant, weil sie für die öffentliche Hand einfach relativ günstig ist. Es ist mit relativ wenig Investitionen kann man sehr viel erreichen. Das wird von privaten Akteuren getragen und finanziert. Handlungsspielräume sind vorhanden. Neben harten Regulierungen, das ist auch immer wieder gesagt worden, vor allem auch im Hinblick auf den Güterverkehr, auf den ich jetzt nicht eingehen konnte,
dass eben Koordination und Kommunikation sehr wichtig sind. Alternative Antriebe sind notwendig, aber nicht hinreichend. Und eine reine technische Substitution, das wurde eben auch sehr stark betont, die würde zudem sehr viele Chancen für die Städte ungenutzt lassen. Und es war für mich so ein bisschen die Kernbotschaft, jetzt da nochmal in grün, die Umsetzung des Ziels muss eben mit einer Verbesserung der Lebensqualität und der Attraktivität von Städten verbunden werden, wobei man auch wieder bei der Einführung von ein Bürgermeister wären, eben die soziale Seite von Verkehrsentwicklung, den Nutzen, den die Menschen davon haben. Ich denke, wir haben so ein bisschen aus den Diskussionen rausgehört, man darf Veränderungen im Verkehrsbereich nicht nur mit Zahlen oder mit verkehrsbezogenen Argumenten unterfüttern, sondern man muss auch die Gesamtlebensqualität in Städten im Blick behalten, jenseits von den verkehrlichen Entwicklungen. Es gibt andere Studien, die das belegen. So, das Projekt ist natürlich mit einer Reihe von Partnern durchgeführt worden, der Vollständigkeit halber steht jetzt einfach noch aufgelistet und mehr zu dieser Roadmap und zu dem Ganzen, was ich jetzt gerade gesagt habe, können Sie eben im Internet sehr leicht finden, ist ja heute alles auch schnell googelbar und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus